Sonntagmorgen, aufwachen, über die Straße laufen zum Duschen und Frühstück und was muss ich feststellen? Ich habe keine Ahnung, was das war. Lauter Beulen auf dem Auto von Annette und Jörg. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind. Alles voller Beulen. Naja, wir sind mit dem verbeulten Auto dann nach Chemnitz gefahren, haben uns mit Maria und Alex getroffen und haben uns dann Chemnitz angeguckt den ganzen Tag. Zu Fuß. Ganz ohne Motorrad. So komplett ganz ohne Motorrad. Nicht mal angefasst, das Motorrad. Komplett ohne Motorrad. Echt der Hammer, dass sowas geht. Die anderen drei Kerle, die hatten nur Blödsinn im Kopf. Rolltreppen rauf und runter fahren, durch irgendwelche Pfützen laufen und darauf warten, dass der Springbrunnen einen Po beißt. Die haben komische Ideen, die Kerle. Eine kleine Kleinigkeit zu trinken und zu essen geht ja immer, oder? Und wenn man das dann wegbringen muss, dann hat man auch einen ganz klaren Hinweis, wohin. Überall lagen diese Klötze rum da, gegen terrorgesteuerte LKWs. Gegen Corona hat das leider nicht geholfen. Und ich habe mit der großen Klappe ganz viel Glück gehabt. Auf die Linie da im Pflaster bezieht sich die gleich gezeigte Tafel. Vielen lieben Dank, Doris. Vielen lieben Dank. Voll das geile Gerät. So eine Karre bin ich bei der Bundeswehr sogar noch gefahren. Cooles Ding. Alles abgesperrt und umzäunt und Dolly läuft da rein und läuft natürlich nach rechts. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Doris, die Frau von Udo. Annette, die Frau von Jörg. Maria, die Frau von Alex, nur damit keine Fragen kommen. Ja, also diese Leute da aus dieser CM1800 Community, die haben das mit den Eisbechern so ziemlich perfektioniert. Sowas geht auf unseren Treffen auch mehrmals am Tag. Don't let yourself go. Sad everybody cries. Everybody hurts. Sometimes. Sometimes everything is wrong. Ich weiß ja nicht genau, was es war, aber lustig hat's ausgesehen. Da hatte wieder einer der drei anderen eine Idee und dann hat er sich aber nicht getraut. Jo, die Wanderung durch Chemnitz war ganz schick. Ganz interessant, schicke Gebäude, ganz netter Park, lecker essen, lecker trinken, aber wegen Corona natürlich echt wenig los. Man soll's gar nicht glauben, aber ab und zu gab's auch mal einen Schauer von oben. Es war warm, aber ab und zu mal feucht. Wir wussten gar nicht, was das ist, was da von oben fällt. Jo, ein bisschen rostiges Metall und Wasserspiele. Ich kenn Fußballspiele, Handballspiele, Doktorspiele und jetzt auch Wasserspiele.
Sie sind zu viert. Schau genau hin. Oh, oh, oh. Tja, und dann gab es zum Tagesabschluss kühle Getränke und lecker Essen. Geiler Laden da. Neun Tage hast du bestes Wetter. Und dann sammelst du die Hessen ein. Und was ist? Bestes Wetter. Ja, geiler Tag heute. War schön. Und so gut wie nicht nass geworden. Dann noch ein bisschen Sit-in bei Annette und Jörg. Klamotten packen und auf to bed to plan. Bis morgen. Gute Nacht.